So, servus, grüß dich bei uns in Schwarzingen auf der Tonihof Edition. Gestern haben wir Silage verloren und heimgefahren gefahren. Und ich bin auch einfach Silage heimgefahren, wie es der Teufel haben mag. Mit dabei haben heute wieder der Daniel, der Brian und der Toni. Servus. 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 Und heute machen wir ein Special für euch. Was heißt ein Special? Wie ich schon gesagt habe, wir gängen. Wie viel Stroh hat Saatgut ab. Und da schauen wir jetzt einmal mit der Polizei vorbei, der hat ja Anzeige gemacht. Was hast du gesagt, Brian? Wie viel Stroh das der Landhandel noch hat? Ja, momentan auch weg gibt's. Ja, aber der Landhandel ist jetzt der gerade nicht besetzt, sorry. Auwe. Guten Tag. Ah, servus. Hallo, aussteigen. Reizacker. Das hat's mir noch angegangen. Ja. Sauhund. Das hilft. Wechseln. Und zwar wegen einem Traktor da. Ja, was ist mit dem? Wir haben da einen Hinweis gekriegt, dass da eine Schwarzlackierung gemacht worden ist. Da hat mir nichts bekannt. Wir haben und überhaupt gehört, wie der Ritter noch einmal ausgeliehen. Ach so, ja. Hat er müssen mit dem Besitzer dazu holen. Ja. Wer ist denn das? Der Brein? Ja, schauen wir mal beim Brein vorbei. Vielleicht kann der das dann regeln, machen wir weiter. Ja. Fahren wir oben zum Saubauer. Sachsen, die noch einmal. Was ist denn nun für eine Pause? Breite bleibe du auf dem Hof und gell? Nicht, dass du jetzt da Buchs der Uhr machst. Ich mach ein Buchs der Uhr. Ah, müssen wir mit dem Auto jetzt anfahren. Fluchtgefahr von Breite. Da muss halt der Verkehrsfahrer auf Zeiten. Guten Tag. Hallo? Versteckt sich der wirklich da drin beim Futter? Da geh raus. Nein, du bist kein Fackel. Da gehen Sie mal her. Jawohl. Wir haben jetzt zum Beren. Ja. Zwar habe ich eine Anzeige bekommen vom Landhandel.
gegen sie. Ja. Und da handelt es sich um eine Schwarzlackierung. Der Traktor, der ist vom Landhandel vor nicht einmal einem Monat lackiert worden. Und ja, war aber andere Farbe. Was sagen Sie da dazu? Ich hab den noch mit Schwarz abgeschafft. Nein, wir reden mal von dem großen Fan. Der große Fan. Der hat ja wo irgendwo bei ihrem Kollege unterwegs ist, der was verliehen haben. Ich hoffe, das ist ein Freundschaftsdienst und nicht. Freundschaftsdienst. Ja, gut, passt. Die Hand wäscht die andere. Ja. Aber trotzdem. Ja, kein König so. Ja, Was sagen Sie zu den Vorwürfen? Das war von Landhandel eine Aussage, dass die richtige Farbe erst gar nicht gewinnt ist. Und dann hat der Landhandel gesagt, kurz, dass die Farbe noch gar nicht trocken ist und durch den Trocknungsprozess wird die Farbe heller. Ach so. Na, da hat der Landhandel nichts davon gesagt. Der Landhandel hat gesagt, dass der wunderschön lackiert war. Der war auch wunderschön lackiert. Aber die Farbe war noch ganz ausgehärtet. Trocken. Ach so. Na gut, ja, dann ist das beiseite. Und zweitens käme ich mit einer Mahnung für Sie, gegen Sie. Sie haben doch von uns aufgehalten worden vor einer Zeit. Wo wird das gewesen? Bei der Zellstofffabrik Kaffee, da wo Sie hängen geblieben haben. Ach so. Ja, da haben noch immer die 3000 Euro Aufstände. Aha. Mhm. Also ist das jetzt momentan mal eine kleine Zahlungserinnerung? Ja, wie Sie es sehen, mein Gott. Also binnen einer Woche bitte überweisen. Ja, dann überweisen wir es halt gleich. Man mag ja keinen Stress mit der Polizei. Ja, es ist gerade Mittagspause in der Stadt. Wenn in der Stadt wieder jemand da ist, dann okay, überweisen Sie es. Und zu einem dritten Vorfall bitte. Vor, ja, ich muss in Schwatzingen muss ich ermitteln, weil in Landhandel Saatgut abhanden gekommen ist. Saatgut? Mhm, da muss ich jetzt die ganzen Höfe durchforsten, ob da vielleicht irgendwo Saatgut ist. Weil ja, laut meiner Liste, wo mir der Landhandel mitgegeben hat, hat der Herr Hofer Erner noch kein Saatgut gekauft, aber sie haben schon Felder gepflanzt. Ja, ja, gepflanzt. Ja. Eine Hand wäscht die andere. Ach so, eine Hand wäscht die andere, war das. Warum zeigt dann der Landhandel das an? Das war ein Ding von Meier, Daniel und mir. Ich habe das immer und ich habe meinen Traktor. Nein. Sämaschine hat der Daniel keine. Da haben wir schon geschaut. Die Sämaschine ist vom Landhandel gewesen. Ja, was sagt habe ich was da? Ein Dünger habe ich da, einen Düngerstreuer. Ja, da schauen wir mal, ob ein Saatgut da ist. Wo haben Sie das gelagert da hervorn? Da in einem großen Silo ist. Ja, aber Sie haben doch 881 Liter da. Das ist der Rest von dem, was ich zugehört habe, die Zermi schon nicht ausgeladen habe. Ja, aber Sie haben doch gar kein Saatgut nicht gekauft. Ich habe von Landhandel einen Saatgut gekauft. Die Sämaschine habe ich voll bekommen. Ja, 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 genau. Und Sie haben die Lade zurückgestellt, ja, aber es ist da nichts. In den Unterlagen nichts nachgewiesen, dass Sie ein Saatgut gezahlt haben beim Landhandel. Saatgut und Dünger halt gezahlt. Nein, wir haben da nur vermerkt, dass Sie einmal Stroh geholt haben. Aber wenn Sie da hinschauen, Dünger ist auch zum Beispiel 954 Liter nicht da drin. Also das ist die Menge, was noch in der Sämaschine drin war. Mehr war nicht drin. Und ich habe die komplette Sämaschine gezahlt. In die Sämaschine geht kein Dünger nicht ein. Na ja, ein Sprung da noch in die Zee schon. Die hat der Landhandel nicht. War ich mit anderen Zahnmaschinen unterwegs?
Ja, das müssen doch Sie wissen. Wer hat denn die Horst-Bronto gehabt? Also, der Horst-Bronto steht auf dem Toni-Hof oben. Aber von Toni wollen wir es nicht ausgehen. Ja, dann weiß ich aber nicht, wie Sie zu einer Horst-Bronto kommen. Ist da vielleicht auch noch ein Dünger drin? Also? Ja, da haben auch noch 6000 Dünger drin. Aha. Aber kein Saatgut. Aha, ja, aber Dünger haben doch sie auch noch nicht gehabt vom Landhandel. Sicher? Nein, nur Stroh steht da. Nein, Dünger auch. Die Buchführung, da steht alles da. Der Daniel hat Mischration gekauft, kein Stroh, Saatgut, hat eine Mischration gekauft. Der Anton hat Kalb, Mischration, Heu, Stroh, Mineraldünger, Saatgut, Mineraldünger, Hafer, Mischration, Stroh, Heu gekauft. Und beim Breitenfüllner steht nur da Stroh. Na ja, da steht da. Wollen Sie vielleicht etwas unterschlagen? Wir haben Sie über Sorghaus, so schaut's aus. Der Landhandel, der wird anzählt. Ich hab gerade Beiwerk, aber Übermacher. Sie hat keiner übers Ohr gehauen. Ich sehe das eher so, dass Sie einen Landhandel übers Ohr haben. Ich glaube, dass da eine falsche Anschuldigung da ist. Ja, aber ich meine, der Landhandel hat das abgezeigt, weil dem geht Saatgut ab. Aber wenn ich da natürlich so ermittelt und da steht ein Hänger voll Dünger und Sie haben noch nie Dünger gekauft. Ich habe da mal Dünger gekauft. Dann müssen wir zum Landhandel fahren und dann erklären wir das. Auf geht's. Haben wir's. Der Landhandel ist in Urlaub. Ja, genau. Wie kann man sich denn dann Urlaub leisten, wenn nichts zahlt wird da? Ja, regeln Sie das vielleicht schwarz? Ich regle da nichts schwarz. Das ist ein ordnungsgemäßer Betrieb da herunter. Da. Gut. Wenn das ein ordnungsgemäßer Betrieb ist, dann muss ich da nur mit dem Landhandel reden. Hallo, aus meinem Auto raus. Sie. Also geht der Beifahrer sitzt wieder nicht. Die Tür ist auch kaputt. Die dürfen sie mal beim Landhandel richten lassen. Da geht der Beifahrer die schon, oder? Nein. Nicht? Naja, weil so ein Ungeziefer, der wo alles schwarz zahlt oder irgendjemand bescheißt, der darf nicht rein in mein Auto. Ja, hallo, Strom. Sie? Ein Mistwein trinkt man nicht, das ist alles satt. Ja, ja. Also, dann bitte nächstes Mal, wenn Sie beim Landhandel oben haben, den Landhandel das so, wenn er einer was verkauft, dass er das gescheit notiert. Ja. Oder mit Schwarz zahlen, da haben wir da nichts, gell? Wir zahlen da nichts schwarz. Gut. Dann schaue ich wieder zurück. Jawohl, da habe ich. Und vergessen Sie die 3000 Euro nicht zum Überweisen. Wenn die Mittagspause vorbei ist, die haben bis um 3 Mittagspause. Steht, hat am Mittwoch zu. Ja, super. Naja, die tun auch nichts mehr. Tüt. Vierte. Servus. Der Sauber, ich bin mir sicher, dass man der das dämpft hat. Weil er mir eigentlich alles aufschreibt. Ah, das hat noch ein Nachspiel. Da glaube ich, schaut die Polizei nochmal vorbei bei ihm. Oi, Lex des Todes. Jetzt besuchen wir noch einen Anton. Schauen wir mal, was der sagt dazu. Bei mir der Stuhl nicht sauber. Breite, der wird schon sauber. Gerade, das dauert jetzt ein paar Minuten. Das dauert bei dir aber unter ziemlich lang, bis das der sauber wird. Bis der moderne Schweinestall. Was? Der moderne Schweinestall. Ja, keine Ahnung, was ist denn bei dir? Was für einer? Ja, das fragen wir jetzt mal. Ja, dann.
moderne Schweineklon, das ist der mit der Fuhrmaschine. Ja, das war also der Bio. Was ist denn mit dem Landhandel los? Ja, zu. Das ist ganz gut, wenn der zuhört. Ich brauche ein Sackgut. Da ist der Anton ist nicht daheim, haben wir oder Glück gehabt. Komm ich auch noch mal vorbei. Überschlag. So. Positionieren wir uns rein mit dem Polizeiauto. Weil ich habe gehört, da kürzt dabei einen abdorfen. Kürzen. Da schauen wir mal nach. Also habe ich wie jeder andere ja. Ein Weg wie andere auch. Leute, schaut's her, da ist ein Durchfahrtverbot. Den kriegen wir schon rein, Anton. Alles klar. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ich wünsche euch was. Bleibt's geil. Viert euch. Habe die Ehre. Servus.